Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. Wir haben es geschafft, Gulliver oder den Kreischer, wie er hier genannt wird, zu erlegen. Und darauf gönnen wir uns jetzt erstmal ein paar Kokosnüsse, weil wir auch ordentlich am Verhungern und Verdursten gleich schon wieder sind. Und wir haben hier ordentlich was geschafft in dieser Insel. So. Pilze gönnen wir uns auch noch. Können wir auch noch gleich essen. So. Dann gönnen wir uns jetzt mal die Höhlenpilze. Hier. Dann müssen wir hier jetzt nochmal kurz hoch. Damit wir hier drauf können und das mitnehmen. Ah, oh, wie viel Glas und Metallbarren wir jetzt haben. Wieder mal. So. Die Sache ist nur die, wir müssen unser Inventar ein bisschen freier bekommen. Dann würde ich sagen, wir schnabulieren erstmal das ganze Obst hier weg. Bevor wir uns hier um das Holz kümmern. Ja, wir essen das jetzt einfach komplett auf. Was sind das alles nochmal genau? Palmsamen, Warzenschweinkopf. Ein Blatt brauchen wir nicht. Wir brauchen eigentlich den Kreischerkopf auch nicht. Können wir auch hier lassen. Die Dinger müssen wir irgendwie einsammeln. Dafür brauchen wir explosives Pulver, das wir nicht haben. Damit wir die Netzkanister da kriegen. Und schnippeln können wir den so oder so nicht. Solange wir ihn nicht eingefangen haben, meine ich. Wir brauchen aber eher Planken, dann würde ich sagen, ich verteile das erstmal eher ein bisschen mehr so. Wir haben aber nur 4 Pfeile aktuell. Das finde ich jetzt irgendwie ein bisschen schade. Wir haben nur 4 Pfeile zurückbekommen von Gulliver. Ich frage mich, wo sind die anderen Pfeile hin? Komm, da hoch will ich. Und hier kommen wir nicht da hoch. Dann gehen wir mal da hinten rum. Hier haben wir aber, glaube ich, auch alle Bäume schon erwischt. Sind dann nur noch die, die oben sind. Kommen wir hier nochmal hoch? Komm. Nein. Von hier kommen wir nicht hoch. Das heißt, auf der anderen Seite kommen wir hoch. Dass wir erstmal auf die andere Seite wieder rennen dürfen. Aber wir haben es geschafft, Gulliver zu erlegen. Und wir haben Federn. Das heißt, wir können eigentlich aus den Federn den Pinsel endlich machen und unser Schiff hier färben. Streichen. Lackieren. Wie auch immer. Hier ist wieder der Laden. Stimmt, wir können den Laden auch endlich mal benutzen. Was war das? Kokosnuss aufnehmen? Nee, lieber nicht. Ich würde aber schauen, dass wir das, was wir hier haben, Kletterpflanzenglibber, würde ich tatsächlich noch mitnehmen wollen. Was soll denn das? Wozu brauche ich denn Paddel? Hier, das kann weg. Warum habe ich ein Paddel bekommen? So, die können wir ja da lassen. Die brauchen wir dieses Mal nicht. Nee. Palmblätter können wir auch gleich wegschmeißen. Haben wir noch irgendwas anderes, was wir wegschmeißen können? Nö, nur das. Wir können gleich nochmal aufs Schiff gehen und dann hier gucken, was wir einkaufen können. Ich weiß jetzt nicht, was dieser eine Haken genau jetzt für eine Veränderung ist für die Angelroute. So, aber wir können jetzt den hier auch nochmal.
Ich würde sagen, den weg und den teilen wir hier mal durch zwei. So, dann können wir schauen, was wir hier noch kriegen. Wo ich bin auch am überlegen, vielleicht die schwarzen Blumen nochmal mit einzusammeln, weil wir, glaube ich, ein bisschen mehr als das, was wir quasi auf dem Boot haben, an schwarzer Farbe brauchen. So, das sind nur unnötige Sachen. Boah, wir können dann jetzt endlich mal heute anfangen, unser Schiff zu streichen. Wenn wir den Pinsel gebaut haben. So, und das hier noch. Und das da. So. Ah, okay. Wir haben noch ein bisschen Platz für Planken. Könnte man sagen. Frage ist nur, haben wir hier noch irgendwo Planken? Bäume, die wir fällen können. Kann auch sein, dass wir in der letzten Folge ein bisschen was übersehen haben, wegen dem Kampf mit Gulliver. Komm. Wäre durchaus möglich. Ja, könnte sein, dass das dann welche sind? Nein. Na komm, nichts runterfallen. Na, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal zurück aufs Schiff. Erforschen mal die Feder. Zumindest eine davon. Ah, wir haben da ein neues Fass. Nice, die nehmen wir auch noch mit. So. Hab ich mich jetzt erschrocken? Warum? Ich habe gar nicht an Dings hier gedacht, an Boris. So. Schauen wir mal, wenn wir hier eine Feder reinpacken, was können wir jetzt lernen? Ja, Metallpfeil, Hängematte, oh, wie schön, wir können bessere Pfeile kriegen. Oh, wie herrlich. So, jetzt fehlt uns nur noch Bienenglas. Komm, Bienenglas können wir bauen. Wo haben wir Bienenglas? Bienenglas können wir jetzt schon eigentlich hier irgendwo erforschen. Können wir das? Oder doch nicht? Summ, summ. Okay, können wir nicht. Titanbarren, keine Ahnung, wo wir die herkriegen. Hier Wolle, das wissen wir. Ei kann ich mir auch gut vorstellen, wo wir das herkriegen können. Aber dann fehlt hier auch nicht mehr so viel. So. Okay, dann kommen, können wir hier... Wir können nochmal ein Lager bauen. Eins, zwei. Ich würde sagen, wir bauen zwei Lager. Erst einmal. Nochmal so. Und noch einmal so. Dann kommen hier... die ganzen Baupläne und Rezepte rein. Wo waren die? Hier. Ah, warte mal. Metallbarren können wir hier hinpacken. Glas können wir hier hinpacken. Bolzen können wir dahin. Das können wir hier. So, dann hier. Essenskiste können wir erstmal auch die Rezepte hier rausnehmen. Oh, die Schaufel und die Angel müssen wir auch noch hier rausnehmen. So, dann packen wir das hier rein und das hier. Können Rezepte hier unten hin. So. Haben wir hier noch ein paar. Und die Baupläne.
Ich weiß nicht warum, ich will die Baupläne irgendwie doch noch sammeln. Weil kann ja sein, dass die noch nützlich sind. So, noch die letzten drei. Vielleicht einfach so auch aus dekorativen Gründen. Könnte man auch noch irgendwie machen. So, warte, vielleicht machen wir die so runter. Und die Smoothies hier oben. Wir haben noch 6 Leder. Können wir hier reinpacken. So, was können wir bauen hier an? Hier Pinsel war doch irgendwo hier bestimmt, oder? Wo haben wir Pinsel? Sprinkler. Müssten wir auch mal irgendwann bauen, wenn wir die Wiesen oben haben. Vogelnest. Ah, okay. Na, aber wo ist Pinsel? Wo finden wir einen Pinsel? Hier. Ah, Pinsel. Ah, okay. Dann würde ich sagen, Rohmaterialien packen wir mal um. Das hier auch zählt als Rohmaterial. Das zählt als Rohmaterial. Das zählt als Rohmaterial. Packen die erstmal hier hin. So. Hoppala. Und dann nehmen wir schon mal die schwarze Farbe. Für mehr Farben halten. Einseitiges Malen. Umschalten. Raff ich gerade nicht. Warte mal, rechte Maustaste. Ich will hier so. Das. Ah, okay. So. Aha, okay. Wir testen das. Komm, wir testen erstmal das hier vorne. Hier kostet es 6. Ist das jetzt von beiden Seiten? Ist von beiden Seiten. Ich kann das auch noch. Oha. Feier ich gerade übelst. Mega. So, und dann müssen wir hier aber noch zu Ende machen. Dann schauen wir mal gleich, ob wir hier noch schwarze Farbe finden. Aber zusätzlich zur schwarzen Farbe benötigen wir auch noch den. Wo war denn das? Diese Einkaufswährung. Achso, das können wir. Die Federn können wir auch erstmal hier lagern. Haben wir sonst noch irgendwas? Ne. Dann suchen wir mal schwarze Farbe. Boah, wir haben schon mal ein bisschen unser Schiff schwarz angemalt. Nice. Gefällt mir gerade wirklich sehr. So, dann brauchen wir aber trotzdem noch von ihr. Jetzt komme ich hier nicht mehr hoch, ne? Habe jetzt Mist gebaut. Ach, wir kommen hier vorne nochmal hoch. Immerhin. So. Na du? Schwarze Blumen. Wo haben wir die? Das ist eine rote Blume, die brauchen wir nicht. Wir brauchen schwarze Blumen. Jetzt kommt Gulliver und so weiter, sind auch wieder da. Hier wieder rote Blume.
Ich hatte kurz gedacht, da wäre Heribert. Oh, wir haben wieder Durst. Ist nicht keine schwarze Blume. Wie sahen die nochmal aus? Weiße Blume brauchen wir nicht. Oder ist es egal, welche Farbe man nimmt? So, schwarze Blume. Wir brauchen mehr schwarze Blumen. Gibt es da oben vielleicht noch welche? Nope. Leider nicht. Da haben wir noch eine. Sogar noch zwei. Und noch mal ein paar Samen. Vielleicht sollten wir die mal anbauen. Damit wir unser Schiff hier schön ordentlich schwarz streichen können. Ich sehe sonst keine schwarzen Blumen mehr. Wenn wir jetzt nur vier haben, müssen wir nochmal schauen, wie viel man aus einem nochmal kriegt. Weil das ist schon so lange her, ich weiß es gar nicht mehr. Aber Farbe ist auch schon sehr, sehr teuer, muss ich sagen. Hier haben wir wieder die roten Blumen. Guck nochmal oben. Vielleicht gibt es oben auch nochmal schwarze Blumen. Boah, guck mal, wie das schon aussieht da an der Seite. Ist schon was anderes, muss man sagen. Sieht schon anders aus. So. Hier gibt es nur weiße Blumen. Und Ananas. Ah, da gibt es wieder schwarze Blumen. Nice. So. Zum Shop gehen wir sofort. Wir müssen erstmal die schwarzen Blumen sammeln. Gibt es hier noch welche? Ich sehe jetzt nur noch rote und blaue. Und Himbeeren. Sehe ich auch noch. Ne, hier gibt es nichts. Da hinten vielleicht? Ja, ich sehe da eine. Aber mehr auch nicht. Doch, hier. 12 schwarze Blumen haben wir jetzt. Okay, jetzt gehen wir mal zum Shop. Dann können wir daraus jetzt ein paar Angelköder vielleicht kaufen. So. Achso, hier. Einfache Angelköder. Die können wir kaufen. Und nochmal so. Wir müssen auch mehr von diesem Müll machen, damit wir hier einfach mal uns das alles voll kaufen können. Aber egal, wir gehen jetzt erstmal vielleicht da hinten rum. Nein.
Okay, kein Schaden. Kein Fall Schaden bekommen. Das ist gut. Noch Glück gehabt. Blumen sehe ich jetzt keine mehr hier, die wir mitnehmen wollen. Dann ab zum Glück zurück. Die Samen von den schwarzen Blumen haben wir auch 12 Stück. Nice. Und 16 Angelköder. Und das wird gleich super, wirklich. Wehe, Boris hat mich gesehen. Er hat mich gesehen. Okay. Geschafft. Also erstmal gleich die Blumen. In dem. Andere Seite war der. Genau, hier reinpacken. Okay, 5 Stück können wir reinpacken. Habe ich noch gleich? Ja, ich habe hier gleich. Also, Anker wieder lichten. Und schön nach oben, damit wir jetzt von hier mal wegkommen. Ich sehe schon, wir müssen so machen. Wir müssen so einmal ordentlich drehen. Hä? Was war das denn jetzt? Hallo. Ich will in die Richtung. Komm schon. So. Können wir jetzt langsam so halten. Dann fahren wir zumindest ein bisschen vor. Und da können wir jetzt langsam gerade. Dann gehen wir noch mal rum. Oder warte. Ist das auf einer Höhe? Nein, noch nicht. So. Wir gehen erstmal runter. Schauen nochmal nach der Farbe. Wie das da jetzt aussieht. Ah? Okay, zweimal können wir noch. So, warte mal, wir können ja auf unsere Dingens hier wahrscheinlich färben, ne? Oh. Nice. So, wir machen hier aber noch ein bisschen weiter. Und den müssen wir auch noch. Gab es hier noch so Maste irgendwo zwischen? Nope. Bin schade, dass wir das nicht irgendwie ja vernünftiger streichen können. So. Schauen wir mal, wie weit die Farbe unten ist. Was? Hat der sich jetzt komplett schwarz gefärbt? Ach so. Ich wollte schon sagen, den konnte ich jetzt auch noch schwarz färben, oder wie? Wir haben aber auch wieder 120. Nice. Boah, gefällt mir gerade richtig. So. Ah ja, und den hier auch noch. Nice. Gefällt mir. Unten müssen wir aber auch noch streichen. Und zwar das alles hier. Ui, das wird
Das wird noch ein Spaß hier. Weil wir haben jetzt, glaube ich, nochmal 2. 24 kriegen wir pro Stück. Okay. So. Und jetzt brauchen wir wieder Blumen. So. Und wir können wieder eine bauen da oben. So, dann hier. Nice so. Achso, wir sind übrigens schon weit genug von der einen Insel weg. Können wir wieder in die Strömung. So, noch ein bisschen vielleicht nach rechts. Kleines bisschen. So, gefällt mir das doch. Kiste! Gulliver, bitte. Ich dachte, das war Gulliver. Das war Gulliver. Ah, nicht Gulliver. Boris. Das ist doch Boris. Ich kann nicht seinen Namen vergessen. Danke. Jetzt komme ich meinem Schiff kaum hinterher. Zum Glück haben wir Motor nicht an. Zum Glück ist Motor nicht an. So, komm, noch ein bisschen. Ja, geil. Jetzt müssen wir aber dringend was essen. So. Was haben wir Leckeres? Wir könnten das hier mal essen, aber die hier mal anfangen. Also die müssen wir mal hier rausnehmen. Und der hat hier nichts zu suchen. So, wir essen mal die. Kartoffeln nehmen wir mal raus. Und brutzeln mal die Schenkeln. So. Und dann nochmal ein bisschen was trinken. Und nochmal hier voll machen. Beziehungsweise von unten Salzwasser können wir auch nochmal reinpacken. So. Gibt es hier wieder was Neues? Eine Planke. Und nochmal ein paar Palmblätter. Und dann machen wir hier nochmal voll. So. Und weg damit. Warte mal, wir haben ja hier. Wir können hier die schwarzen Blumen hier einpflanzen. Stimmt, die Samen. So. Braucht frisches Wasser. Boah, jetzt bin ich gespannt, wie das aussehen wird. Aber damit würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und was wir in der nächsten Folge machen, erfahrt ihr morgen wahrscheinlich. Ich wünsche euch noch auf jeden Fall einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Und ciao.